Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte euch einmal diese tolle Collection von Midnight von Cocoa Vanilla. Die hatte ich mir bestellt letztes Jahr zum Black Friday. Und seitdem ist es so, dass ich nur einen Button benutzt habe, ein paar Die Cuts. Ich habe also noch einiges davon da und auch noch ein paar Sticker. Und meine Tochter hat gesagt, sie findet diese Serie so schön. Das heißt, ich habe jetzt auch noch das immer doppelt da, genug Papier. Aber ich wollte ganz gerne etwas ausprobieren. Und zwar gibt es, habe ich jetzt ein bisschen geguckt und mich mal informiert ein bisschen, ein Junk Journal. Und ich habe mich immer gefragt, was das denn soll. Und ich habe ein tolles Junk Journal gesehen und fand die Verpackung, also das Cover sozusagen, so genial, dass ich es gleich einmal nachbasteln musste. Ich verlinke euch nochmal, von wem ich dieses Tütencover habe. Und habe mir dann, ich hatte von diesem Cocoa Vanilla Midnight, ich hatte mir das Kit von Scrapbook Werkstatt gekauft gehabt. Das muss das Januar-Kit gewesen sein von 2019. Und da waren 3 oder 4 Blätter davon drin. Das heißt, ich habe davon ja mal doppelt und dann hatte ich eben 3 Blätter noch sozusagen dreifach. Und das habe ich erstmal genommen und habe hier auch noch so ein paar Reste, die werde ich dafür dann auch noch benutzen. Und zwar wollte ich euch das einmal kurz zeigen. Ich habe mein Grundgerüst fertig und ich bin total verliebt in dieses Teil. Das sind halt, vorne und hinten habe ich Papiertüten genommen. Und hier habe ich buntes Gummiband. Die meisten, die ein Junk Journal machen, also es ist kein klassisches anscheinend, das, was ich bisher mitbekommen habe, die nähen sich das richtig rein. Das Cover ist noch nicht gestaltet, das mache ich noch. Genauso wie von hier innen habe ich auch noch nichts gestaltet. Aber ich wollte euch mal zeigen, so sieht das halt erstmal schon mal von oben aus und unbefüllt. Und ich wollte das ganz gerne einfach mal ausprobieren mit Resten. Es muss ja nicht das sein, sondern es soll, das Cover wird aber mit den Sachen gemacht. Und ich nicht jeden Tag eine Seite, aber immer dann, wenn es mich mal überkommt und ich gerne das möchte oder Daniela Huter wieder so einen tollen Spruch rausgebracht hat oder ich irgendwo einen Spruch gelesen habe, dann wollte ich das einfach zu einer Junk Journal Seite machen. Und da sind ja keine Grenzen gesetzt und das finde ich total genial. Und ja, wollte euch einmal kurz zeigen, wie jetzt mein Rolling aussieht. Wie gesagt, ich habe nicht genäht, sondern ich habe das jetzt wie ein Trevor Notebook mit Gummi etwas strammer gemacht. Ich habe 3 Inlays, Signaturen heißt das eigentlich, 3 Heftchen sozusagen. Das ist das erste. Ich habe es auch getackert, die anderen haben es mal genäht, aber es war mir jetzt fürs erste einfach egal. Ich wollte loslegen. Ich habe keine Nähmaschine und mit der Hand das zu nähen ist mir immer, ich piekse mich einfach zu oft. Das ist mir dann immer zu wuselig und ich mache das sehr gerne mit dem langen Armtacker und mit Gummibändern, finde ich einfach genial. Dieses Papier hier, was ihr so kürlich seht, das ist noch von vor ewig Jahren, habe ich mal bei Stamping Up bestellt gehabt und habe das einfach, das war dieses Verpackungspapier, was oben drauf lag, habe das dann eben halt immer so, wo man das auseinanderreißen konnte, an den Rändern abgerissen und das dann in eine Hülle gepackt. Ich habe davon noch ganz viel, das wird immer gehütet von mir, das glaubt ihr gar nicht, aber das finde ich total schön. Dann habe ich hier auch noch 3, 4 Rossmann-Tüten rumfliegen gehabt, die habe ich dann auch noch mit reingepackt. Und das Designerpapier seht ihr ja hier, das ist durchgehend von Cocoa Vanilla. Ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht 3 Bögen benutzt, 3 12×12 Inch Bögen und habe es dementsprechend halt nur einmal halbiert und dann gefaltet. So, das erste Heftchen wollte ich euch gerne einmal kurz zeigen, wenn euch das interessiert. Und befüllt wird das dann. Ich nehme das aber nicht als normales Junk Journal, sondern für mich wird es ein Spirit Journal, sage ich mal. Da soll auch Ende November noch so ein Heftchen rauskommen. Aber ich finde es eigentlich cool, wenn man seine eigenen Sachen benutzt. Und ich habe auch so viele geniale, tolle Mond, Astrologie, Sternzeichen, Sachen, Stempel, Washi-Tape, Papier, also ich bin da schon wirklich gut ausgestattet. Und anstatt das immer nur in den Schrank zu legen und damit nichts zu machen, finde ich das toll, wenn es für mich irgendwie gemacht, also dass ich das da mache und das auch benutze. Da freue ich mich mega drauf. So, jetzt zeige ich euch erstmal das erste Heftchen. Also wie gesagt, Verpackungspapier, diesen Farbverlauf finde ich so schön. Dann habe ich hier ein bisschen Gold,
Hier ist ein bisschen die Hälfte von diesem. Da hatte ich noch ein Stück über. Hier, das wird dann eine Tasche. Rossmann-Tüte, hier nochmal so ein Stück. Vielleicht mache ich auch Bordürenstanze. Also da kann man ja alles machen, wenn man mal das eingibt bei YouTube. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich mir jetzt angeschaut habe. Aber ich mache ja immer gerne meinen eigenen Stil. So, und ja, freue mich, dass ich jetzt das tolle Papier dafür benutzen kann. Und ich habe ja noch einige Kits, wo ich die nur liegen habe. Und die werden jetzt einfach mitverwendet. Und ja, das ist zum Beispiel auch so mit Schrift. Hier haben wir dann eine andere Tüte nochmal. Und ja, da seht ihr halt die Mitte, ne? So. Gehen wir jetzt einfach nochmal durch. Und ist auch nicht ordentlich, ne, so akkurat, sondern einfach rein damit. Und gut ist. Und das finde ich einfach auch mal ganz schön. Es ist immer noch ordentlich, aber eben nicht perfekt. Gibt es dann ja in dem Sinne ja gar nicht. Für mich ist es perfekt. Dieses hier fand ich so schön, von dem Muster her, diese Umrandung. Da werde ich dann, werde auch, wenn ich euch was davon zeige, weil es ja um meine Spirit-Geschichte geht, wahrscheinlich, oder alltägliche Sachen, Gedanken, Sachen, wo ich mich drüber ärgere vielleicht, oder was ich genial finde, was ich nicht so, ne, Fotos vielleicht von mir, von meiner Tochter und so, was ich vielleicht nicht gerne zeige vor der Kamera, das werde ich dann, oder verstecktes Journaling. Also gibt es ja Möglichkeiten, euch trotzdem was zu zeigen, ohne alles gleich zu zeigen. Ich hoffe, ihr versteht mich soweit ganz gut. Ja, das habe ich gedacht, das ist das zweite Heftchen. Dann mal außen, nicht dieses Verpackungspapier, sondern Designerpapier. Und auch hier wieder so eine Tüte, nochmal so ein Rest. Das war auch nochmal ein Rest von dem Bogen. Ich habe auch gar nicht gezählt, wie viel Zettel. Ich habe das einfach mal zusammengesteckt, habe gedacht, das gefällt mir so. So, dann haben wir hier schon Heftchen Nummer 3, Verpackungsmaterial. Hier werde ich das als Pocket machen. Das werde ich bei anderen auch nochmal machen, vielleicht auch bei solchen größeren Seiten hier. Habe ich mir aber schon mal geknickt, dass ich mich daran erinnere. Das ist eine andere Einkaufstasche, die kann man auch nochmal irgendwie anders machen, das festkleben oder als hier nur festkleben als Pocket. Das werdet ihr dann Schritt für Schritt sehen. Es gibt Paperclips, die man da reinpacken kann. Es gibt so viel, was man machen kann. Und das wird jetzt echt mal so ein Teil nur für mich, wo das dann einfach reinkommt. So. Hier haben wir das wunderschöne Papier nochmal. Und dann nochmal so ein kleines Stückchen. Auch mal ein bisschen Knick drin. Hier ist die Rückseite dazu. Und hier ist noch eine große Tasche. Ja, und ja, finde das total, total schön, total zauberhaft und finde aber diese Lösung mit zwei Tüten so genial. Klasse, oder? Sehr schön. Und dieses Verpackungspapier passt einfach auch so schön, Kraftpapier, zu den Tüten. Und ich habe also nicht nur schöne Sachen benutzt, sondern eben halt auch Restematerial verwendet. Dani Poise hat irgendwie, glaube ich, sogar ein Set damit rausgebracht, also so ein Kit hatte ich gesehen und ja, finde das aber so total genial. Ich habe hier die Tüten allerdings zugeklebt, damit das Cover ein bisschen stabiler ist. Ob ich da, wie ich das mache, mit Band oder Schnick oder Schnack, das überlege ich mir noch und dann werde ich dazu zu diesem Cover auf jeden Fall auch ein Video geben. Ich habe das Kit von Dani Poise da, das Weihnachtskit, das Weihnachtssonderkit und streiche das auch gerade wieder, aber das wird dieses Jahr für Dezember Daily benutzt und ich überlege, ob ich das auch als Junk Journal so mache mit zwei Tüten, weil man kann das dann nachher auch so in den Schrank reinstellen, so, oder man kann die auch abknicken, aber ich finde diese Idee einfach so genial und ich habe von den Tüten halt noch ein paar. Ja, ein paar habe ich noch. Und mag auch Kraftpapier einfach unheimlich gerne. Und das sieht auch nach einem Junk Journal dann auch aus. Ne? Nähmaschine habe ich halt nicht. Deswegen habe ich mir ein Stempelset gekauft von EFCO. Handgemacht. Da ist dann so angedeutet, dann kann ich das wenigstens stempeln, als wenn es genäht wäre für die Optik. Und ja, wollte euch einfach nochmal die Idee zeigen, weil ich das so genial finde und ich mich mega drüber freue. Ich kann es kaum erwarten, meinen ersten Tag da reinzupacken. Und das Gute ist ja, beim Bullet Journal oder auch beim Tagebuch oder TN oder so, macht man das ja so, dass man an der ersten Seite anfängt. Und das ist bei diesem
Junk Journal, habe ich gelernt. Gar nicht so, sondern man schlägt eine Seite auf. Ich habe heute mal Lust auf das Cover von Heft 2 zu machen. Und dann geht das einfach los. Und dann morgen dann vielleicht habe ich Lust, im dritten Heftchen irgendwie die Mitte zu gestalten. Dann mache ich das. Also es gibt da keine Reihenfolge. Und das entscheidet man einfach alles selber. Und das ist einfach, boah, was man da alles machen kann. Unfassbar. Ja, ich freue mich drauf und freue mich auch, dass ich diese tollen Sachen mit benutzen werde. Es gibt auch Mixed-Media-Möglichkeiten, dass man also da auch nochmal ein bisschen rumpitschert. Ich habe mir die Inca Gold geholt. Ich hatte mir das Video angeguckt von Birgit von Bivo Deco Welt und habe die jetzt hier und wollte die auch unbedingt bald ausprobieren. Dann habe ich euch versprochen, dass ich euch nochmal das Foliengerät von Action zeige, wenn ich das jetzt noch nicht gezeigt habe. Da kann man auch was mitmachen. Ich habe mir jetzt auch den Pen dazu besorgt. Und ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und das soll dann alles einfach mal, vielleicht nicht ins Erste, aber ins Nächste oder ins Übernächste. Weil das werde ich auch für 2020 garantiert machen, weil ich das einfach toll finde. Vielleicht nicht immer mit einer Tüte. Vielleicht auch einfach mal mit Hardcover oder ganz was anderes. Es gibt auch welche, die machen das aus Boxen oder aus Kartons oder aus Metallsachen oder was auch immer. Wahnsinn, was da wieder für Möglichkeiten sind. Ja, das wollte ich euch nur, wie gesagt, einmal zeigen. Und danke, dass ihr zugeschaut habt und seid gespannt, wie das Cover aussieht. Die Rückseite werde ich dann ja auch gestalten. Und wie das Innenleben sich dann gestaltet und sich entwickelt. Ich bin gespannt. Ich freue mich so drauf. So, ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen Inspiration für euch dabei. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Video, ne? Macht's gut!